Der Obstsalat für die Hosentasche. Verlockend. Kein Schnibbeln, nur die Packung aufreißen und snacken. Und das in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Schmeckt ja nach Banane. Überhaupt nicht nach Erdbeere. Oh, schmeckt ja muffig, ey. Sebastian zeigt euch, wie die Industrie mit Hilfe von Äpfeln und Rosinen plötzlich Kirschen zaubert und warum der Fruchtriegel nichts mit frischem Obst zu tun hat. Und so ein Obstsalat, den gab es bei uns zu Hause auch mal zwischendurch, ne, Mama? Das dauert ja ein bisschen, ne? Schälen, Zitronensaft dran, damit das nicht oxidiert, ne? Und wenn es richtig schnell gehen soll, ja. Da hat die Lebensmittelindustrie einen Obstsalat für die Hosentasche entwickelt. Hier, Obstriegel. Was für eine verrückte Erfindung, oder? Und was da alles für Früchte drauf sind. Heidelbeeren, Brombeeren, Bananen oder Erdbeeren. Die Verpackungen zeigen bunte Früchte. Sebastian Lege packt aus und startet mit dem Riegel von Discounter Netto. Na, also, Cranberry und Kirsche steht vorne drauf. Schmeckt auch nach Kirsche und Cranberry. Der nächste soll sein Banane-Erdbeere. Von Edekas Eigenmarke. Schmeckt ja nach Banane. Überhaupt nicht nach Erdbeere. Oh, schmeckt ja muffig, ey. Junge, Junge, Junge. Sebastian Leges dritte Obstwahl, Cassis von Aldi Nord. Das Label verspricht ein buntes Repertoire an Beeren und Früchten. Bisschen Waldfrucht, ja. Aber da strömt auch nur so ein Aroma durch die Nase. Wie viel Zucker haben die Dinger denn? 51 Gramm Zucker. Auf 150 Gramm Packungsinhalt. Du kannst dir gleich einen Schokoriegel reinschrauben. Zwischen 40% und 60% Zucker enthält der Obstsalat für die Hosentasche. Das stammt vor allem vom Fruchtzucker Fructose. Was noch drin steckt, findet Sebastian Lege im Zutatenverzeichnis von Nettos Cranberry Kirschriegel heraus. 26% getrocknete Apfelstückchen. Noch keine Kirsche gesehen. 9,8% Haferflocken, Cornflakes, Mais, Gerstenmalzextrakt, getrocknete Cranberry-Stücke. Yay! Mit Apfelsaftkonzentrat. Apfelriegel mit Cranberry-Geschmack und einer kleinen Note Kirsche. Das ist kein Einzelfall. Der Fruchtriegel von Edeka sieht vor allem nach Banane und Erdbeere aus. 22% getrocknete Apfelstücke, 18% Rosinen, 18% Apfelsaftkonzentrat, 11% Bananenflocken, Haferflocken, Cornflakes, Mais, Gerstenmalzextrakt, Oleofructose, 3,1% Erdbeersaftkonzentrat, 2,6% Erdbeerfruchtpulver. Das entspricht 1% Erdbeere. Abgebildet ist bei Gut und Günstig aber eine ganze Erdbeere. Außer Aromen und Pulvern haben die Riegel oft wenig mit den Früchten auf ihrer Verpackung zu tun. Immerhin, alle tragen gut erkennbar den Hinweis auf Apfel-Rosinen-Basis. Die Hersteller machen sich aber natürlich zunutze, dass nicht klar festgelegt ist, wie viel Prozent von den Früchten und auch welcher Teil der Früchte muss dann überhaupt drin sein. Und so gelten natürlich auch Brombeerfruchtpulver oder Ähnliches schon als Frucht. Aber viele Verbraucher fühlen sich ganz oft getäuscht durch diese riesigen, unrealistischen Abbildungen. Die namensgebenden Früchte sind bei allen Fruchtriegeln nur in kleinen Mengen vorhanden. Und sie sehen sich auch noch zum Verwechseln ähnlich. Auch von innen sehen die alle gleich aus. Das hat nicht wirklich was mit der natürlichen Frucht zu tun. Die Dinger sind komplett gleich. Die werden nur anders aromatisiert. Und wie die gemacht werden, ja. Ja, mal schön mitkommen jetzt. In seiner Versuchsküche hat Sebastian Lege alles aufgebaut, was er für einen Cranberry-Kirschriegel braucht. Der Hauptbestandteil unseres Fruchtriegels, Apfel und Rosine. Soll aber nicht nach Apfel und Rosine schmecken. Deswegen müssen wir erstmal das ganze Aroma rauswässern
damit wir es später mit dem anderen Aroma befüllen können. Umfruchten nennt sich dieser Prozess. Das Ziel? Günstiges Obst soll nach teurem schmecken. Apfel eignet sich natürlich super zum Umfruchten, weil ein getrockneter Apfel ist wie ein kleiner Schwamm. Leider gehen bei diesem Prozess auch einige der guten Vitamine verloren. Ja, es soll einfach nur nach was anderem schmecken. Nach mehr als 2 Stunden im Wasser haben die Früchte ihren Eigengeschmack fast vollständig verloren. Den Rest quetscht Sebastian Lege von Hand heraus. Das Umfruchten ist der Trick der Hersteller, um Geld zu sparen, um günstige Früchte wirklich dem Verbraucher zu verkaufen für teure Früchte. Es sollte deswegen klar vorne auf den Produkten schon abgebildet sein, wie viel Prozent dieser besonderen Fruchtarten wie Kirsche ist überhaupt enthalten, damit ich nicht in kleiner Kleinstarbeit hinten aus der Zutatenliste rauslesen muss, wie viel steckt da überhaupt drin. So, und dann kommt das hier in den Dürrautomaten rein, weil es soll ja sich später wieder vollsaugen. Jetzt wäre es ein Apfel-Rosinen-Riegel. Der wird jetzt auch mal ordentlich nachgezuckert. Apfelsaftkonzentrat. Es soll später ein Cranberry-Riegel werden. Also geben wir jetzt Cranberries dazu. Zitronensäure. Ja, Früchte sind auch mal ein bisschen sauer. Das ist nicht immer nur alles süß. Dann die zweite Geschmackskomponente und auch extrem zuckerhaltig, Sauerkirschkonzentrat. Und das hättet ihr bestimmt nicht gedacht. Rote Beete-Pulver. Das sorgt für rote Farbe. Geschmacklich fällt es unter den ganzen Zuckern nicht auf. Der nächste Trick ist auch beliebt in der Lebensmittelindustrie. Kirschen sind viel zu teuer, deswegen noch ein bisschen Kirscharoma. Sieht doch schon ganz gut aus, ne? Schön rot, riecht nach Kirsche, riecht nach Cranberry. Ein Schnellkochtopf erzeugt Druck. So ziehen die Aromen tief ins Innere der Masse ein. Ja, schön, wenn man natürlich nicht so oft in so einem Schnellkochtopf arbeitet. Aber auch ich krieg's irgendwann hin. Bin ich eigentlich bescheuert oder bin ich da zu blöde für? So. Deckel ist drauf. Mein Gott, was für eine Geburt. Etwa eine Stunde gart die Masse im Dampf der zugesetzten Aromen. Feuer frei. Geschmacklich sind die Früchte danach fertig. Damit sie eine einheitliche Masse bilden und die Oblaten nicht durchweichen, geht's noch einmal in den Dörrautomat. Da sind sie. Oh ja, die haben eine passende Konsistenz. Das verzehrt hier nur das Team und ich. Dann dürfen wir das auch mit den Händen anfassen. Wir haben uns vorher alle getestet. Wir haben alle miteinander rumgeknutscht. Die Umfruchtung ist abgeschlossen. Die Äpfel und Rosinen haben sowohl den Geschmack als auch die Farbe von Cranberries und Kirschen angenommen. Damit wir auch nicht erkennen, dass wir nur Apfel und Rosinen essen, kuttern wir das Ganze noch ein bisschen klein. Ja, hallo? Sonst, wir sollen uns jetzt hier auf die Schliche kommen. Das sieht doch keiner. Hier geht's ja nur um Geschmack. Sebastian Lege mixt aus dem getrockneten Obstsalat eine zähe, klebrige Masse. Dafür sorgt der hochkonzentrierte Fruchtzucker Fructose. Fructose ist ein Zucker, der besonders süß ist, der genauso viele Kalorien liefert wie Traubenzucker, der aber in unserem Körper ein sehr kleines Insulinsignal auslöst. Und Insulin würde normalerweise ein Sättigungssignal auslösen. Deswegen macht Fructose nicht so sehr satt, enthält aber trotzdem die gleiche Menge an Kalorien. Fructose geht nicht direkt in die Blutbahn. Dafür braucht sie die Hilfe eines Transportproteins im Dünndarm. Nehmen wir zu große Mengen Fructose auf, werden diese Proteine knapp. Sind keine übrig, wird Fructose zum Festmahl für Darmbakterien. Das kann zu Blähungen und Bauchschmerzen führen. Ja. Und das Schöne ist, der ganze Fruchtzucker, der hier jetzt so konzentriert ist, der ist auch gleich noch für die Bindung. Das macht es für die Lebensmittelindustrie noch profitabler. Für etwa 2 Stunden kühlt der Fruchtblock aus. Hier sind unsere Obladen, damit der Riegel auch nicht an den Fingern kleben bleibt.
Und gerade auch rote Beetepulver und Kirschsaft sorgt dafür, dass das von den Fingern garantiert nicht mehr abgeht. Sebastian Leges Riegel sehen aus wie das Original. Muss man sowas essen? Ich weiß es ja nicht, ne? Ist doch wirklich nur Apfelrosine und ganz viel Zucker. Irgendwie schmeckt das komisch.